So, und ich muss was rumschieben, weil ich habe jetzt hier ein anderes Layout. Ach, der Hansi, der streamt aber selber gerade. Ah. Kommt denn der dazu, mich zu followen? Wahrscheinlich war das in einem Chat und dann hat er mal geguckt, wer du so machst und hat er gesagt, warum nicht? Ja, wahrscheinlich, ja, weil, ja genau, ich hänge ja öfter mal bei dem rum, weil der auch Dota spielt. Er hat auch gemeint, er schaut mal irgendwann rein, aber das war vor 3 Wochen oder so. Das ist doch, das und er hat ja auch irgendwie seine 22.000 Follower oder sowas. Ich hätte es nicht gedacht, dass er das dann wirklich macht. War das der mit den 22.000? Ich sage, du bist Fame. Nee, 6.000. 6.000 hat er. Warum können meine Fotos derzeit nicht angezeigt werden bei Forza? Und Tenne, bis zu einem gewissen Grad hast du recht, mich darauf hinzuweisen, dass es kein Dota ist. Ich habe nämlich vergessen, das Spiel umzustellen. Danke. Na, da hast du nicht nur einen gewissen Grad recht, sondern sehr viel recht. Dich darauf hinzuweisen. Ja, was schreibe ich denn? Stardew Valley, keine Ahnung. Oh. Na, ouch. Geh, hör auf. So, wie immer, Leute, ich arbeite schon, während die anderen beiden noch rumchillen. Du bist schon am Ackern. Nee, logisch. Oh. Ja, plop, ich habe halt plop, vergessen, plop, plop. Ich muss das mit dem Chat noch gedeichselt kriegen, weil der ja auf dem Handy nicht mehr funktioniert. Das habe ich jetzt. Plop, 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 ich hatte echt gehofft, dass es heute wieder geht mit dem Handy. Benni, warum kann ich meine Bilder bei Forza Hub nicht aufrufen? Weiß ich nicht. Ist vielleicht Forza Hub down, haben die Serverprobleme. Bei mir ging es heute Nachmittag noch. Deswegen habe ich auch noch ein paar Bilder reingeladen in unsere Forza Dingens da. Keine Ahnung. Weintrauben. Yum, 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 yum. Das geändert. Jetzt gucken wir noch, dass wir noch das Twitch-Dings. Jetzt lese ich Tennis-Namen und versuche dabei parallel zu reden. Das funktioniert nicht. Tennis-Namen? Namen. Hat es aber auch richtig gesagt. Tennis-Samen, meine Güte. Besamung ist was anderes. Wie du das alles ja, dann Grüße zurück nach Italien, ne? Arrivederci, Tennis. Ich hoffe, dein Job macht soweit Spaß. Fliegt da direkt jemand in Urlaub oder was? Nee, der hat da ein Jobangebot bekommen und ist seit 3 Monaten. Voll geil. Also ich bin sehr, 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 sehr neidisch. Ich dachte stolz. So gut kenne ich ihn nicht, dass ich sagen könnte, dass das, ich bin jetzt stolz auf ihn. Weil er das ist alles nur, weil du so gut streamst, ja? Deswegen hat er einen Job gemacht gekriegt. Ja, nee. So, jetzt muss ich nochmal gucken wegen den Hotkeys und dann habe ich alles so, dass ich mithelfen kann beim Farmen. Push to mute. Ach, dann doch schon, ja. Gibt es hier eigentlich auch einen Mute-Button für euch, den ich mit Hotkeys hinzufüge? Ja, du musst deinen... Ja, ich bin schon dabei, ist schon okay. Push to mute. Frag mich was und will es dann nicht wissen. Ich finde es nicht. Du musst die Funktion Kopfhörer muten belegen. Oder so ähnlich heißt die hier. Das habe ich hier nicht. Ja, dann hast du das halt nicht. Ist ja auch nicht. Ton ein- und ausschalten, Lautsprecher ein- und ausschalten. Lautsprecher. Ich höre mich bei dir irgendwie so halb doppelt. Was bei mir? Das kann daran liegen, dass das Mikrofon gerade erstmal das Mikrofon. Oh, Alter, ich bin so fertig. Naja, das war heute auch einen schlechten Tag halt gehabt, oder was? Okay, ich kann euch jetzt ausschalten. Yay. Warum? Warum würdest du sowas tun wollen? 12 Stunden Arbeit. Wenn ich dem Chat antworte, dann falle ich euch dadurch nicht ins Wort, weil ich mich selber mute, aber ihr fallt mir auch nicht ins Wort, weil man euch nicht hören kann. Aber du hörst doch nicht, wenn wir mit dir reden. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Hi, Matze. Das finde ich irgendwie schon, weil du hörst mir so schon nicht zu, wenn du mich hörst. Och, du wirst es überleben. Nein. So, und das Chat-Overlay geht auch nicht. Ey, Mann, ich hasse es. Aber das wusstest du auch schon, dass das Chat-Overlay nicht geht, weil das nur bei Dota geht. Das hast du schon mal ausprobiert mit Stadio. Ernsthaft? Yep. Habe ich dir auch vorhin schon gesagt, aber du hast mir wieder nicht zugehört. Doch, ich habe es gehört und ich habe es ignoriert und dachte so, ach, war was Belangloses. Bestimmt kriege ich das irgendwie noch hin. Aber was mache ich denn jetzt? Warte mal, ich hatte noch... Hier kann man nur am Anfang des Streams so zerstreut sein. Den anderen. Ich glaube, Lumi sollte anstatt 19.30 Uhr zu kommen, lieber mal 19.15 Uhr da sein. Mindestens. Ich war 19.15 Uhr da. Hallo Dömser, ich habe technische Schwierigkeiten, ich kann dich nicht lesen. Technische Schwierigkeiten. Aber du hast den Namen gelesen. Guck beide Line, da läuft mehr. Ausrede für alles. Lumi steht hier bloß vor ihrem Haus und ist langweilig. Jetzt lass mich mal konzentrieren, wie ich den Chat auf den Bildschirm. Du kannst mich doch muten, mach mich mute. Was?
Mute mich doch, dann kannst du dich konzentrieren, wie du willst. Nein, das ist ja langweilig. Und dann sieht man ja nur mich vor dem Haus stehen und man hört euch nicht mal. Und ich sitze da und guck angestrengt in die Facecam. Das ist ich forever alone. Brauchen noch einen Apfel. Ah nein, cool, nein, wir können nicht das. Neu, das habe ich schon die ganze Zeit. Was, Hashtag forever alone? Ich glaube, ihr habt nicht mit uns geredet. Das? Transparenz. Und jetzt muss ich nur noch gucken, wie war denn das? Jetzt müssen wir bloß noch Hotkey belegen, dass wir die Milch geht nicht. Mehr hören. Das geht? Ich kann, könnt sie muten. Ja, mir ist es egal. Milch geht nicht. Das ja, aber 12 Stunden Arbeiten hinterlässt halt seine Spuren, weißt du. Okay, warte mal. Transparenz. Habt ihr immer ohne mich gespielt? Ich habe gerade einen Notenblock holen können. Nö. Nee. Hm. Komisch. Ach. Naja, vielleicht war ich. Hallo, Honor. Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley heute. Wissen wir sie jetzt. Wir müssen aber den nächsten Stream verlegen. Also, oder ihr spielt ohne mich. Wir haben schon mal ohne dich gespielt, aber nicht diesmal. Nee, ich meine bloß für nächstes, also nächsten Block habe ich ja. Nee, Quatsch, da geht's ja immer noch. Ach, so ein Quark. Nee. Okay. Ist egal. Warte mal, vielleicht. Mir geht's gut. Lumi ist nur gerade hart verwirrt. Achso, hier Käse wollte ich mitnehmen. Einmal. So, dann haben wir das. Ich bin halt fest davon ausgegangen, dass der Chat jetzt wieder geht. Das ist sie kriegt nämlich gerade ihren Chat irgendwie nicht auf die Reihe. Und ich gucke gerade, ob ich hier das Gemeindehaus noch fertig kriege. Bündelt hier. Hier brauche ich Milch, aber da kann ich nur Milch abgeben einmal. Mein OBS sagt, das ist geil, Alter. Da müssen wir sogar dicke Milch abgeben, oder? Die dicke Milch. Und wie geht's dir, mein Lieber? Das weg. Sieht nach dicker Milch aus. Moment, guck mal hier. Ja, genau, große Milch. Ja. Wenn die haben. So, die Marsch gehe ich jetzt mal. Ich gehe mal noch ein Bündel abgeben, ne? Mach mal. Ach, Quatsch. Stimmt, wir haben ja jetzt Sound, wenn wir rausgehen hier. Unten links angezeigt. Dümse. Hast du eigentlich deine Belohnung schon abgeholt, Lumi? Ich habe gar nichts gemacht. Ich hänge hier nur und versuche, meinen Chat zum Laufen zu kriegen. Ich streite mich zwar nicht viel mit meinen Eltern, aber ich weiß, dass sie nur auf mich aufpassen. Sie wollen nur das Beste. Keine Ahnung, warum ich dir das sage. Verrate es niemandem. Was, Versage? Verrate. Ach so. Du bist auch so ein Versager, Mensch. Ja, gestern war ich das. Ja, passiert einfach mal. Gibt Tage, die läuft halt nicht. Jetzt warte nicht mal in der Wüste, Mensch. Nee, heute war nicht. Heute läuft gar nichts. Weißt du, vor allen Dingen läuft es doppelt nicht. Ich habe gedacht, entweder es läuft. Also, ganz ursprünglich habe ich gedacht, gestern sollte nämlich mein neuer Mikrofonständer für meinen Schreibtisch ankommen, dass ich heute endlich schon ganz normal mit zwei Bildschirmen streamen kann. Aber Amazon hat sich gedacht, ach, du hast Prime, scheiß drauf, wir schicken es dir einfach irgendwann. So. Ab heute die Meldung bekommen, von wegen, es kommt irgendwann. Es tut uns leid, dass es verspätet ist. Jetzt kam es heute auch nicht an. Dann habe ich gedacht, okay, zumindest auf dem Handy wird es doch wohl mit dem Twitch-Chat wieder funktionieren. Nein, geht auch nicht. So, das heißt, ich muss jetzt gerade nochmal versuchen, wie ich die Chatbox aktiviert bekomme. Ich lege mich jetzt einfach mal ins Bett. Und ich tippe auf gar nicht. In Ruhe. Genau, es gibt es. Ja, der, ach, ach, du twitchst doch selbst, warum fragst du das? Der Chat ist unten links für euch zu sehen, aber nicht für mich, weil das über OBS läuft und nicht über ein extra Chatprogramm. Mein Pad braucht ihr vielleicht nicht bei Stardew Valley, da ist jetzt nicht so zeitkritisch. Man hat gerade im Bild noch mein Xbox-Pad gesehen, was ich für Tasten drücke, sehr gut. Plötzlich halt bevor, damit man sieht, wie ich lenke und so. Ach, Benny. Und meine Sachen kann ich aber einfach fixen. Dann mache ich einen Klick, dann ist es fertig. Wie war denn das mit T? Okay. Benny, ich muss sehen bei Stardew Valley, was du für Knöpfe drückst. Hallo. Ich drück gleich deine Knöpfe mit meiner Schleife. Ich finde gut, wie du so vor dich herredest, Lumi. Das finde ich richtig praktisch. Oh, Entschuldigung, Dömser. Ach, Benni, ich habe übrigens. Konfus ist es, ich bin auch gerade sehr konfus. Ich habe übrigens herausgefunden, wie man bei Forza gut Geld scheffeln kann. Goliath fahren. Nein. Kaufst du ein bestimmtes Auto? Ich will ja nichts sagen, ne? Und dann. Ja, ich weiß. Die Fähigkeiten hochleveln, kriegst ein anderes Auto und das verkaufst du.
Geht aber nur, wenn derjenige dir es noch nicht hochgelevelt hat. Wenn derjenige selber das schon hochgelevelt hat, geht das nicht. Ja, ich kaufe die Autos frisch, level das hoch. Ach so, lol. Ne, ohne Fleiß kein Preis, ne? Ja, frisch kaufen. Ja, ein R390 für 800.000. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was ein R390 ist. Außerdem kannst du es ruhig sagen, sowas gibt es schon zigtausend YouTube-Videos, den ganzen Quatsch. Nissan. R390 kaufen, dann kriegst du ein Skyline Forza Edition. Okay. Ich habe das nur bei dem 300 SL von Mercedes gemerkt, dass du da kriegst einen Forza Edition. Den kannst du, wenn du eine gute Auktion erwischst, für 1,2 oder für auch mal 800.000 verkaufen. Und dann verkaufst du noch den R390, den du ja bloß in der Fortschrittsleiste dann nach oben gelevelt hast. Und ja, dann machst du dir einen riesen Reibach mit. Oder du spielst einfach das verdammte Spiel und kriegst so genug Geld. Das ist die andere Option. Ja, aber es gibt ein Auktionshaus, also. Ja, das ist mir viel zu umständlich tatsächlich. Ich habe das bis jetzt kaum genutzt. Ich habe, glaube ich, 3 Autos verkauft, das war's. Mehr habe ich das nicht genutzt. Okay. Mehr habe ich das nicht genutzt. Ich habe jetzt aber übrigens UE, ne? Also hast du mir schon geschrieben, dass du die Ultimate Edition hast und dass die DLCs nicht runterladen. Und ich weiß immer nicht, was du damit meinst, weil es meines Wissens kein DLCs gibt, sondern nur Ingame-Wagen, die du einfach über den Ingame-Ding trifft und so, meinte ich damit. Aber ich habe schon halt geguckt, die hat es alle gezogen. Sag ich ja, die sind halt nur Ingame, die hast du nicht als extra DLCs zum Runterladen. Ja, die stehen in meinem Microsoft Zoo halt drin, das ist etwas verwirrend. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Aber du hast auch die Demo gespielt, oder? Ja, ich habe die Demo gespielt. Dann log dich mal in deine Xbox-App bei nächster Gelegenheit ein. Fürs Demo-Spielen kriegst du nämlich einen Senna geschenkt eigentlich. Habe ich zumindest geschenkt bekommen. Ich habe mich schon bei meiner Xbox-App eingeloggt. Und hast du den Sender geschenkt bekommen? War irgendwie gestern, glaube ich, wo ich den gekriegt habe. Deswegen kriegst du eine Nachricht mit einem Code von Microsoft. Mhm. Und den kannst du dann eingeben. Naja, wenn nicht, dann ist das nicht so schlimm. Ja, einer Sender ist halt eins der sehr guten Autos. Ja. Ich habe das Gefühl, Lumi hört uns einfach gerade nicht zu, weil sie gerade beschäftigt ist. Ja. Jetzt höre ich wieder zu. Ich habe euch ganz kurz gemutet, um meinem Chat zu erklären, was haben wir gemerkt. Weil du hast ja die ganze Zeit belanglos vor dich hergearbeitet. Nee, das was? Haben wir ja nicht gehört. Nee, ich habe mich ja gemutet und euch gemutet im Idealfall. Verkaufen wir eigentlich Käse oder behalten wir Käse? Heb doch 6 auf für Quest. Okay, wie 6 auf für Quest. 6 aufheben für Quest, das ist gut. Mach ich. Ich habe übrigens die ganzen Mineralien, die da irgendjemand in diese... What the fuck? Da irgendjemand in die Kiste gehauen hat, habe ich hier verkauft, weil Mineralien kommen in keiner Quest. Wenn es vorkommt, hauen wir dich einfach. Ist okay. So kann ich denn auf der Twitch-Seite auf dem Handy nicht nach einem Kanal suchen? Gib einfach deinen Link ein und fertig. Geknallt. Gib einfach deinen Link ein. Ach Quatsch. Ja, okay, das könnte kommen. Geht nicht dahin. Stimmt, darüber habe ich nie nachgedacht. Das hätte ich auch mal probieren können. Was? Jetzt ist es zu spät. Aber ich habe ja dann auch noch keinen Adapter fürs Mikrofon. Er meinte, wenn es nur um den Mikrofonständer geht, er hat die Spindel vom Mikrofon mal in ein Glas gestellt, um das Mikrofon zu halten und das würde gehen. Ja. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Klingt gut. Wenn du eine Spindel hast. Aber auch dann habe ich halt keinen Adapter für den zweiten Bildschirm. Moment mal. Und dann wieder kein Chat. Welchen Mikrofonhalter hast du bestellt? Hast du gesagt, du hast kein Geld für Mikrofonhalter? Wir haben nach dem 15.10. mein Gehalt ist dann. Sprich, du hast dann jetzt nach dem Mikrofonständer wieder kein Geld mehr. Richtig. Yay. Ich habe mir aber einen günstigeren gekauft als du. Ich würde übrigens heute noch 80 Euro für so ein Ding aus. Ich würde übrigens heute noch ein paar Hühnchen irgendwie mir kaufen wollen, wenn wir irgendwie noch oder den Stall zumindest für Hühner erstmal anbauen. Darfst du gerne machen. Hab den dann irgendwo links unten wahrscheinlich hin, oder? Ready. So, jetzt hab voll der Arbeitstag heute, weil Lumi noch komplett verwirrt ist. Es tut mir ja auch leid, ich würde auch viel lieber mitspielen, als jetzt hier auf meinem Handy verzweifelt zu gucken, wie ich irgendwie einen Chat hast du mal A gedrückt? Was? Eben. Du musst Lumi? Mal bitte Ready drücken. Oh, Entschuldigung, seid ihr schon fertig mit dem ersten Tag? Yep. Ja, klar. Viertelstunde. Du bist schon eine Viertelstunde am Rummachen. Das kann doch echt nicht sein. Dann lass den Chat doch erstmal egal. Nee, das ist doch scheiße. Dann brauchst du nicht streamen, dann kannst du einfach aufnehmen.
Kann ich auch direkt eine YouTube-Aufnahme machen. Toll, jetzt höre ich mich selber auf dem Handy, aber der Chat geht trotzdem nicht. Sonst starte halt Twitch nochmal neu. Genau, starte mal die Twitch-Server neu. AEG ausschalten, einschalten geht wieder. Gib mir das. So, jetzt zeigt er mir das Video auf dem Handy an, aber den Chat nicht. Warum zeigt er mir denn nicht den Chat an? Bist du bekloppt, Handy? Was ist los bei dir? Ups. Habt ihr hier drinnen gefuttert? Nee, habt ihr nicht. Okay. Ich geh jetzt mal in die Wüste, wenn's Kind stirbt. Mach das, wir schicken dich in die Wüste. Passt schon. Tut alle, was ihr wollt. Jumi wird wahrscheinlich 2 Stunden damit beschäftigt sein, Text. Ich sehe ich auch schon. Und dann so, ey Leute, es geht. Wenn wir Stardew Valley spielen, sagt Lumi irgendwann nach 2 Stunden. Ja, okay, es geht, wir können jetzt Dota spielen. Ich sehe das schon vor mir, ne? Ich sag dann, ja, es geht. Ben, Felix, wo seid ihr? Und ihr seid schon im Bett oder so. So, ich habe jetzt den Stream outgepoppt im Browser von meinem Handy. Genau, das meinte ich auch. Den Pop-out-Ding soll es natürlich nehmen. Ja, ja, aber das hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Jetzt lass mich hier mal. Vor allem musst du jetzt aber dafür sorgen, dass dein Handy anbleibt. Das war das eigentliche Problem damals. Stimmt. Scheiße, danke. Weil du musst in den Entwickler-Einstellungen einstellen, dass es sich niemals automatisch ausschaltet. Ja, ja, das weiß ich. Das geht bei mir nämlich nicht. Da kannst du es ganz höchstens auf 10 Minuten stellen oder so irgendwas. Es geht immer. Es geht halt nur nicht. Geht halt ich nur hab hier Bildschirm-Timeout 15, 30 Sekunden. Hast eine Minute, zwei du Minuten. Du hast Android, oder? Ja. Du hast die Entwicklereinstellung aktiviert. Was? Du hast die Entwicklereinstellungen aktiviert. Ich bin bei den normalen Einstellungen. Ja, genau, nein. Da geht das nicht. Das geht nur, wenn du die Entwicklereinstellungen aktivierst. Wo finde ich die? Da gibt es einen kleinen Trick. Da musst du irgendwie, ich glaube, 5-mal unten auf die Versionsnummer in den Einstellungen drücken, ja, bis es irgendwann die aufgeht. Die Bildnummer. Da genau. Musst du 5-6 mal draufklicken und dann fragt sich ein Klick vorher, ob du wirklich die Entwicklereinstellung aktivieren willst. Dann klickst du auf Ja. Wo ist diese Nummer? Ganz unten in Einstellungen normalerweise. Aber ich kann da jetzt mal gucken. Nee, da ist bei mir nichts. Warte. Oder Systeminformationen oder sowas. Ich. Ihr schafft das. Ich ernte derweile wie eine Irre. Ja. Ich lasse es einfach jetzt bei 10 Minuten. Ich kann ja alle 10 Minuten drauf tun. Müsste halt alle 10 Minuten das einspielen. Lass einen Felix einfach machen und du spielst mit. Ja, das ist eine Option. Ja. Moment. Ich finde es immer gut, wie professionell wir sind, wenn wir hier das Stardew Valley streamen. Ist ja auch nicht so, dass wir das erste Mal streamen oder so. Ich hab doch schon erklärt, wo mein Problem war. Jetzt machst du dich noch schlimmer, ich ärgere mich so, eh schon. Und zwar, du gehst in dein Handy-Einstellung rein, ne? Ja. Und dann muss es irgendwo ganz unten Telefoninfo geben. Status, rechtliche Informationen, Gerätename und so weiter. Telefoninfo? Ja. Ganz unten irgendwo. Und was für einen von den Reitern denn? Ja, dann klickst du erstmal Telefoninfo an und dann hast du... Nein, ich habe das ja noch nicht mal gefunden. Ach, warte mal, Geräteinformation habe ich hier. Genau, dann klickt man das an. Okay. Und dann muss... Irgendwo bei mir gibt es noch Softwareinformation und dort muss eine Bildnummer angegeben sein. Wir machen die ja mal leise. Während die sich hier wie irre unterhalten über den komischen Android. Ich habe eigentlich Lust, einfach ein bisschen zu spielen für mich hin. Ich weiß nicht, ob ich eine Wildpflaume da unten reinschmeißen kann in die Samengeneratoren. Ups. Da ist mir gerade nicht sicher, oder irgend so was anderes. Süßkartoffeln kann ich wahrscheinlich reinwerfen, aber die ist golden, die will ich echt verkaufen. Nee, kann ich nicht, okay. Dann schmeiße ich euch halt weg. Dann fliegt ihr alle da rein. Süßkartoffeln. Ab das? Nee, das ist kein Tintenbildschirm. Ja, nee, sorry, ich hab dich unterbrochen. Erzähl. Nee, ich muss erstmal selber gucken, wo das war. Okay, hab's noch nicht. So, was machen wir jetzt mit der Süßkartoffel? Haben wir schon Süßkartoffelsamen? Das ist wichtig zu wissen. Achso, verdammt, ich muss dann rechts hochgehen, bevor hier Dingens ist. Nee. Ja, nicht. Würde ich eigentlich aus denen schon. Kann ich die auch rein? Ja, kann ich rein, du Pech. Ist es drin. So, und wir gehen jetzt mal. Achso, ich brauche bestimmt die Baumaterialien ja auch noch. Ich muss mal gucken, dass wir das hier freimachen, weil die sind ja alle nicht ansprechbar. Muss ich mal gucken, ob wir hier unten dann noch Platz haben für das Gehege. Wahrscheinlich wird dann der Baum dran glauben müssen. Müssen wahrscheinlich hier neue Bäume pflanzen, da haben wir fast keine mehr.
Und selbst noch hier wäre doch ganz gut, oder? Und da oben haben wir schon das Gehege für Dingens. Würde ich mal sagen, so hier, wo ich jetzt frei mache. Haben sie ein Pech, wird dann halt Fernsehfrau vor Ende der Tatsachen gestellt. So. So, hier, da komme ich irgendwo. Mache ich das dann hin? Boden mit Dingens da. Ich gehe mal ins Bett hier, da kann ich in aller Ruhe gucken. Hey! Der Server hat die Verbindung beendet. Ich glaube, Lumi war zu lange AFK. Nein, ich bin beim Runterscrollen in den Optionen darauf gekommen, dass ich aus Versehen von mehr Spieler auf Singleplayer gestellt habe. Ich hab's jetzt wieder zurückgestellt. Ja. Ihr müsstet jetzt wieder reinkommen können.